vielen Sportarten gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Von Abfahrt bis Langlauf beim Ski, von Mountainbike bis Rennrad beim Radfahren. Und so gibt es beim Tauchen die Gruppe der Wracktaucher, Liebhaber von Altmetall am Meeresboden. Was aber genau macht die Faszination des vermeintlichen Schrotts am Meeresgrund aus? Das erzählt diese Geschichte. Eine Geschichte mit Geschichte, sozusagen. Und diese Geschichte fängt mit der wirklich sehr, sehr kurzfristigen Entscheidung an, dem Gerücht vom Geisterschiff von Krück im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen. Noch 2 Tage vor unseren Tauchgängen war unklar, wohin die Reise diesmal gehen sollte. Du, wie sieht es denn übrigens aus mit unserer Urlaubsplanung? In 2 Tagen beginnen die Ferien. Doch dann? Okay. Kommt die spontane Facebook-Einladung eines Freundes. Keine 10 Minuten später und nach einer kleinen Internetrecherche war unsere Zusage sicher. Zumal von diesem Ort aus die Chance besteht, ein weiteres Wrack unserer Wunschliste zu betauchen. Das Geisterschiff von Krück. Ich glaube, ich hab da was. 2 Tage später sitzen wir im Auto auf dem Weg nach Kroatien, auf die Insel Krück in das Städtchen Punat. Bei Hang Loose Diving in Punat werden wir genauso herzlich wie professionell empfangen. Servus, wie kann ich euch helfen? Und schon beim Einchecken machen wir den Termin für den Besuch am Geisterschiff klar. Und das ist zum Italiener in diese Ordnung. Ja, das geht ja auf jeden Fall. Sie kriegt ja. Es folgen 2 Tage zum Eingewöhnen, zum Akklimatisieren. Das heißt, an die sonnigen 37 Grad gewöhnen, die Tauchausrüstung vorbereiten, einige Tauchgänge machen, sowohl von Land als auch vom Boot, unser Equipment wässern, wie man so schön sagt, und dabei Konfiguration und Einstellungen überprüfen. Und dann geht es richtig los. Mit dem Auto erreichen wir nach einer halben Stunde unseren Ausgangspunkt, das Küstenörtchen Chile. Die benötigten Flaschen und das Equipment werden auf das Boot umgeladen. Vor Ort erhalten wir nochmals ein detailliertes Briefing über die Besonderheiten des Wracks und auf was es zu achten gilt. Nach nur 10 Minuten mit einem kleinen Tauchboot erreicht man die Peltastis. Eine Boje kennzeichnet die Untergangsstelle. Das Überraschende? Bis zum Ufer sind es nur etwa 50 Meter, ein ungewöhnlicher Ort für ein Geisterschiff. Was ist hier nur passiert? Kann es tatsächlich sein, dass ein 60 Meter langer Frachter hier in einer Tiefe zwischen 16 und 32 Meter liegt? Schon der erste Blick unter Wasser offenbart einen Mast, der uns gespenstisch aus dem Blau entgegenragt. Nur 5 Meter unter uns. Wir beginnen unseren Tauchgang und folgen der empfohlenen Route, lassen uns am Mast in die Tiefe fallen. Und sofort ist die zuvor recherchierte Geschichte dieses Geisterschiffes präsent. Es ist der 7. Januar 1968. In der Hafenstadt Rijeka wird die Peltastis mit Holz beladen. Alles verläuft nach Plan. Die aus ausschließlich griechischen Matrosen und dem Kapitän bestehende Besatzung geht an Bord. Am nächsten Morgen werden alle Papiere bei der Hafenmeisterei fertig gemacht. Nichts steht mehr der geplanten Abfahrt am 9. Januar im Weg. Niemand ahnt bis dahin, dass das, was im Folgenden passiert, die größte Havarie in der Kvaner Bucht einleitet.
Während die Formalitäten noch am 8. Januar erledigt werden, gehen immer wieder Warnungen vom kroatischen Wetteramt über einen zu erwartenden Bora ein. Bora, das ist der trockene, kalte und böige Fallwind aus östlicher Richtung, der zwischen Triest und der kroatischen Adriaküste auftritt. Er gehört mit seiner Häufigkeit und seinen hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten zu den stärksten der Welt. Bis zu 250 Stundenkilometer können einzelne Böen erreichen. Der Kapitän der Peltastis entscheidet sich dennoch, noch am 8. Januar in der Dämmerung auszulaufen. Der Plan ist, dem erwarteten Sturm davonzufahren. Die Peltastis verlässt den Hafen von Rijeka in Richtung Griechenland. Mitten in der Nacht wird das Schiff vom Sturm überrascht und der Kapitän entscheidet sich, umzukehren. Doch zu spät. Sie kommen nur bis Krikvenica, eine Stadt einige Kilometer südlich von Rijeka. Der Frachter wurde festgemacht und auf Schlimmeres vorbereitet. Doch einige Stunden später wird das Schiff vom provisorischen Anlegeplatz abgerissen und treibt in den Kanal zwischen Krikvenica und der Insel Krk. Als die Besatzung das feststellt, setzen sie die Motoren in Bewegung. Trotz Vollgas in den Wind fährt das Schiff rückwärts auf die Insel Krk zu. Als letztes Mittel wird versucht, die Anker ins Wasser zu lassen, damit es im seichten Wasser am Grund fest bleibt. Vergebens. Das Schiff wird an die Küste der Insel Krk gedrückt und geht unter. Das passiert gegen 4.30 Uhr nach einem mehr als zweistündigen Kampf gegen den Sturm. Das große Leck im Rumpf an der Backbordseite, kurz vor der Schraube, zeugt von den Kräften, die hier gewirkt haben müssen. Weiter geht es Richtung Heck zur Schraube. Dort erreicht man die maximale Tiefe von 32 Metern. Das Wrack ist aus diesem Grund auch für nicht erfahrene Taucher gut zugänglich. Anfänger sollten allerdings in Begleitung fortgeschrittener Begleiter tauchen. Besatzung starben. Sechs davon werden unmittelbar aus dem Wasser geborgen, einer wird erfroren an Land gefunden. Der Kapitän, Theodore Belesis, selbst bleibt aber zunächst verschollen. Wir umrunden die Schraube und steigen an der Steuerbordseite der Bordwand folgend nach oben. Thank you.
Entlang der Gangway kann man in verschiedene Räume blicken. Das komplette Eindringen in das Wrack sollte man ausgebildeten Wracktauchern überlassen. Es gibt allerdings im oberen Bereich großzügige Räume und die Ladeluken, die man sich durchaus gut anschauen kann. Umsicht beim Flossenschlag versteht sich dabei von selbst. Um zum darüberliegenden Deck zu gelangen, empfiehlt es sich, wieder etwas Abstand vom Schiff zu bekommen. Erst so kann das beeindruckende Panorama eingefangen werden. Offensichtlich die Brücke. Wir riskieren einen Blick. Wie ein Mahnmal steht das Rohr, auf dem das Steuerrad montiert war, im sonst fast leeren Raum. Erst Monate nach dem Untergang fanden Taucher aus Krkvenica die sterblichen Überreste des Kapitäns. Berichten zufolge im Ruderhaus. In einen langen Mantel gehüllt und mit ans Steuerrad festgekrallten Händen soll er aufrecht treibend vorgefunden worden sein. Ein gespenstisches Bild. Auf diese Geschichte geht der Beiname des Schiffes zurück, das Geisterschiff von Krk. Thank you.
Natürlich wurde der Leichnam geborgen und auf dem Kosala-Friedhof in Rijeka beigesetzt. Über den Aufbauten und mit Blick zum Heck fällt der Kamin ins Auge und die markanten Öffnungen zum Maschinenraum. Nur erfahrenen Fracktauchern vorbehalten, kann man doch auch von außen erkennen, dass hier viele Pferde das 1600 Bruttoregistertonnen Schiff angetrieben haben. Etwa 800 PS, um genau zu sein. Gebaut wurde die Peltastis übrigens 1953 in Elmshorn in Deutschland. Erst 1967 wurde sie an griechische Eigentümer verkauft und von Alsterpark in Peltastis umbenannt. Heute gehört dieser Tauchplatz zu den Sehenswürdigkeiten der Insel Krk. Seit März 1989 ist die Peltastis offiziell von den kroatischen Behörden als Tauchplatz freigegeben. Maschinen- und Mannschaftsräume dürfen aber, wie angedeutet, nur von Tauchern mit einer technischen Ausbildung betaucht werden. Wir orientieren uns nun Richtung Bug. Selbstverständlich muss dieser auch in einem Wrackvideo eingefangen werden. Riesig und dunkel klaffen die Laderäume uns entgegen. Von der Holzladung ist nichts übrig geblieben. Im Laufe der Zeit ist die Ladung zur Oberfläche aufgetrieben und geborgen worden. Am Bug angelangt stehen die Entlüftungsrohre wie Pilze auf dem Deck. Geht man am Bug in den Makrobereich, so kann man Korallen, viele Nacktschnecken und Röhrenwürmer beobachten. Man befindet sich hier noch in etwa 18 Metern Tiefe. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Sichtweiten an diesem Wrack meist nicht ganz so gut sind wie außerhalb der Bucht und an anderen Spots rund um die Insel. Aber schließlich würde ein Geisterschiff im kristallklaren Wasser auch kaum den Namen verdienen. Mit einer Sicht zwischen 5 und 20 Metern ist die Sicht genau richtig, um a. sicher tauchen zu können und b. die Spannung beim Tauchgang auf das Unbekannte permanent hochzuhalten. Die Uhr zeigt uns deutlich, es wird Zeit.
Zeit zum Auftauchen, auch wenn Luft noch ausreichend vorhanden wäre. Die Winden für Anker oder Lastkräne. Bedenkt man das Alter des Wracks, immerhin fast 50 Jahre, so ist es doch extrem gut erhalten. Die Tauchroute endet mittschiffs am Mast, der eine schöne Referenz bietet. An ihm kann man seine Austauchgeschwindigkeit schön ablesen. Allzu gerne lässt man sich durch die zahlreichen Fische dort ablenken. Ab und an suchen sie auch den Kontakt zu den Tauchern. Sofern man sich schon in den oberen Metern befindet, dient das verlangsamte Austauchen schließlich ja auch der Gesundheit. Alles in allem wird uns dieses Wrack zu Recht als Geisterschiff in Erinnerung bleiben. Eines, das man gerne besucht. Ein absolutes Highlight soll es übrigens auch sein, zur entsprechenden Stunde zu tauchen, zur Geisterstunde, also nachts. Das müssen wir uns aber für das nächste Mal aufheben.